Trotzdem zeige ich es ganz gerne, weil der Sound natürlich unfassbar schön ist bei diesem Auto. Zusperren, zweimal drücken und der läuft. Hallo. Dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns eure Kommentare durchgelesen. Da waren ja ganz viele verschiedene Wünsche mit dabei. Ich persönlich habe mich jetzt für den schönsten Wunsch entschieden, den wir jetzt aktuell realisieren können. Und zwar den Durango SRT von Dodge, der jetzt auch schon hinter mir steht in der mega coolen Farbe Destroyer Grey. Das ist so ein, ja, so eine Art Unigrau. 6,4 Liter, reiner Hemi-Motor, also bombastisch stark. 481 PS haben wir hier unter der Haube. Können wir nachher dann auch gleich mal testen, was das Ding so überhaupt auf die Straße bringt. Wir haben einen permanenten Allrad, das heißt Sommer, Winter, alles Mögliche kann man damit anstellen. Hat Platz für Familie, können wir gerade auch nochmal reingucken. Spaß, Sound, Optik, also ich weiß eigentlich nicht, was dagegen spricht. Also wenn man den Human fährt, dann, also angegeben wird er mit 13 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich glaube, ich habe auf der Uhr, keine Ahnung, 18 plus. Aber wie gesagt, wenn man den ein bisschen human fährt und wenn man sagt, okay, man fährt wirklich Langstrecke, macht vielleicht ein Tempomat an. Der hat auch einen Abstandstempomat mit drin, hier vorne. Die kleine Kugel sollte halt sauber sein, sonst funktioniert es nicht gescheit. Dann kommt man so ungefähr Durchschnittsverbrauch so auf 15, 16 Liter. Und für das, was das Ding kann, finde ich das wirklich richtig, richtig gut. Hier haben wir einen Winterkomplettradsatz drauf, passend zu Schnee und Eis. Normalerweise kommt der auch mit schwarz-matten Felgen bei dem Modell. Das ist jetzt eine Blacktop-Variante mit schwarz-matten Felgen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Winterreifen drauf, also nicht die originalen Räder. Am Ende angekommen hat das Ding eine Gesamtlänge von ungefähr 5,10 Meter. Praktisch, weil er dadurch auch wieder alltagstauglich ist. Gerade Tiefgaragen durch die Höhe ungefähr so 1,80 passt er fast überall rein. Man kann in die ganzen Stadt- oder Zentren fahren mit den Parkhäusern, weil die meistens auch begrenzt sind. Er hat aber trotzdem super viel Platz. Das Einzige, was bisschen wenig Platz ist tatsächlich, wenn die letzte Sitzreihe hochgeklappt ist. Beim SRT ist es so, wir haben hier einen Sechssitzer. Das sind Einzelsitze in der mittleren Reihe. Den RT, also die kleinere Variante mit dem 5,7 Liter Hemi, auch V8, der hat die Möglichkeit, man kann entweder wählen mit mittlere Bank, also sprich Siebensitzer, oder mit Einzelsitzen in der mittleren Reihe. Hier ist es nur möglich, entweder oder. Also man kann entweder Einzelsitze haben mit dritter Sitzreihe oder keine dritte Sitzreihe und Bank in der Mitte. Das heißt, er bleibt so oder so. Am besten immer einen Sechssitzer, weil die Sitze hinten, ja, dafür hat man das Auto für gewöhnlich. Der Kofferraum selber, wie gesagt, ist relativ klein, wenn die letzte Sitzbank hochgeklappt ist. Also da passt jetzt gerade irgendwie nur so mein Unterarm rein. Für Taschen oder sonstiges langt's. Wenn man aber Hunde hat zum Beispiel, könnte es ein bisschen eng werden. Sitze sind einzeln klappbar, einfach hier ziehen. Umgeklappt, kann auch den rechten oder den linken Sitz natürlich einzeln umklappen, wenn man zum Beispiel Skier oder irgendwas laden möchte oder mal, weiß ich nicht, zum Möbelhaus braucht, irgendwie Schränke oder so. Und mit diesem Seilzug hochklappen, Stütze hochklappen, fertig. Kofferraum geht elektrisch zu, kann man hier einfach draufdrücken, aufpassen auf den Kopf. Und dann, bevor wir jetzt einen Fahrtest oder Innenraumcheck machen, schauen wir uns kurz noch den Schlüssel hier an. Die meisten kennen es wahrscheinlich, aber trotzdem zeige ich es ganz gerne, weil der Sound natürlich unfassbar schön ist bei diesem Auto. Zusperren, zweimal drücken und der läuft. Fett. Machen wir wieder aus.
So, wir fahren jetzt mal erstmal nur eine kleine langsame Runde sozusagen, um mal diesen Innenraum hier ein bisschen durchzuchecken. Lenkrad liegt super gut in der Hand, ist ziemlich stabil, ist aus Leder. Für den Winter perfekt, Lenkradheizung. Wenn man es einmal gewohnt ist, ist es echt sau schwierig, sich davon wieder abzugewöhnen, weil es haben natürlich nicht alle Fahrzeuge serienmäßig. Hier tatsächlich ist es Standard, es ist serienmäßig. Sitzheizung, Sitzbelüftung ist übrigens auch serienmäßig. Also auch wieder Standardausstattung, Musikanlage, Harman Kardon, funktioniert auch gut. Aber der Klang hinten ist natürlich besser bei diesem Fahrzeug, gar keine Frage. Touch-Display zum Einstellen für alle möglichen Sachen wieder. Wir können das Navi umrüsten, das heißt, wir können hier europäische Karten uns anzeigen lassen mit deutscher Sprache. Der neue Durango SRT hat tatsächlich ein neues Display, das ist größer. Wenn wir dann mal Fahrzeuge da haben, kann man das dann auch wieder zeigen und vorstellen. Ansonsten hat sich da jetzt nicht wirklich viel verändert. Eigentlich ist der nächste auf dem Programm, oder Danny, der Hellcat. Was meinst du? Der Durango Hellcat wäre geil, ja. Muss man eigentlich schon bringen. Aber der kommt erst. Der dauert noch ein bisschen. Keiner weiß, wann er kommt. Irgendwann. Vielleicht können die Follower ja mal sagen, ob die Bock auf einen Hellcat haben, Durango. Ich glaube, die Frage brauchen wir nicht stellen. Wer hat keinen Bock auf einen Hellcat Durango? Aber wir sind jetzt erst hier bei dem SRT. Der passt auch. Der ist auch nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Oder wie heißt der Spruch? Genau, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Fahrmodi auszuwählen. Und zwar kann man auf den SRT-Knopf hier unten drücken, kommt dann automatisch in diesen Fahrmodi-Überblick rein. Wir fahren jetzt gerade auf dem automatischen Fahrmodus, was für das, was wir gerade tun, auch vollkommen ausreichend ist. Wenn jemand Bock hat, ein bisschen zackiger unterwegs zu sein oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Nordschleife fahren will oder was weiß ich, kann man auf den Track-Modus schalten. Im Track-Modus sieht man alles rot, heißt auch alles ausgestellt. Man sieht auch genau auf dem Display, was sich in jedem Modus verändert. Heißt, wenn ich jetzt nochmal umstelle auf Sport zum Beispiel, sieht man, was ist überhaupt passiert. Was passiert bei Snow, also wenn wir im Wettermodus sind, Schnee, Winter, auch bei viel Regen, nie verkehrt, das einzuschalten. Und was besonders interessant ist, wenn man das Auto dann irgendwann kennengelernt hat, sagt man hat irgendwie Vorlieben oder wie auch immer, kann man auf den Custom-Modus klicken, geht hier auf die Custom-Einstellungen und kann sich selbstständig auswählen, was möchte ich wie haben. Ich könnte zum Beispiel sagen, den Allradantrieb finde ich super, wenn der ein bisschen anders ist als im normalen Modus, also sprich im Automodus. Lenkung finde ich weich ganz super. Und weiß ich nicht, Getriebe, Schaltwippen, kann man alles einstellen, wie man möchte. Das wird dann auch so gespeichert. Also das ist dann sozusagen dein persönlicher Fahrmodus und kannst sie dann auch, wie gesagt, immer auswählen als deinen Fahrmodus. Sehr, sehr klasse. Also Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth für die Freispeicheinrichtung, alles Standard, alles Klassiker, wie man es kennt. Schaltwippen für die manuelle Schaltung kann man entweder hier auf dem D-Modus rübergehen. Das heißt, ich kann jetzt hier rübergehen, sehe dann hier vorn, sieht man hier den Gang, in dem ich mich befinde und kann jetzt hier sozusagen hochschalten auf dem anderen Gang oder, wenn es mir langt, runterschalten auf den vierten wieder. Kann das aber natürlich auch ganz normal an den Schaltwippen machen. Gehe wieder rüber auf D, dann sind wir normal wieder im Automatikmodus. Rückfahrkamera dann natürlich auch standardmäßig mit dabei. Vorne hat der Sensoren, Parksensoren, die auch sehr, sehr fein sind und werden hier vorne im Display auch wieder angezeigt. Also eigentlich kann nicht wirklich was passieren, wenn man aufpasst. Spiegel sind groß, also läuft schon. Schiebedach haben wir auch. Ist jetzt nicht so superlich spektakulär. Ganz normal auf und zu kippen, aufmachen, wie man es halt kennt. Weil das Fahrzeug eine Mischung sein soll aus Familienfahrzeug und Langstreckenfahrzeug, finde ich das wirklich sehr praktisch, was wir vorhin schon erwähnt haben mit dem Abstandstempomaten. Ich selber bin jetzt nicht so ein Fan von Tempomat. Ich fahre lieber eigentlich selber, aber für die, die viel fahren, ist es wirklich ein richtig, richtig schöner Aspekt.
Den Abstandstempomaten muss man separat anschalten. Also man stellt den Tempomaten ein, schaltet den Abstandstempomaten dazu und dann kann man natürlich auch, wie man es kennt, den Abstand zum Vordermann dann einstellen. Wie weit soll der sein? Wann soll der bremsen? Der Bremsassistent bremst dann auch wirklich komplett runter. Danach muss man halt wieder selber losfahren. Hilft nichts. Wir sind jetzt hier kurz auf der Raststätte noch, weil wir uns tatsächlich spontan überlegt haben, wir könnten doch mal eine 100-200 Messung machen. Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Aber eigentlich wäre jetzt gerade Mittagspause und da essen wir normalerweise immer. Ich habe aber was Neues für mich entdeckt und da blenden wir eine ganz kurze Werbepause für euch ein. Und zwar ist dieses Happy Banana, das habe ich jetzt gleich mitgenommen, weil wie gesagt, ich kann jetzt nichts essen, aber es ist mega, mega lecker. Ist vielleicht jetzt nicht für die meisten männlichen Zuschauer vom Optischen her, aber tatsächlich ist mega, mega viel Protein drin. Cool also, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, auf Fitness stehst. Und was ich persönlich super gut finde, es ist nicht so süß und ist laktosefrei. Trinke das eigentlich mittlerweile jeden Morgen, bin dann satt bis zum Mittagessen. Ja, ist heute alles ein bisschen anders. Und was ich auch noch cool fände, ist diese Riegel. Ich habe jetzt den White Chocolate mitgenommen. Ist auch nicht so süß, ist auch reich an Protein, schmeckt also daher, ja, wer Proteinriegel kennt, weiß, dass die nicht so nach Schokolade schmecken, sondern einfach ein bisschen herber, stehe ich richtig drauf. Und wenn ihr auch Bock habt, das auszuprobieren, wir haben euch extra einen Rabattcode klar gemacht. Und zwar unten haben wir den Link. Den könnt ihr euch einfach anklicken und mit dem Code GeigerCast10 spart ihr sogar 10%. Ich trinke jetzt noch einen Schluck, mache mich ready und dann geht's auf die Autobahn für die 100-200 Messung. Have fun! 100. Rückweg. Meine erste 100-200 Messung war jetzt natürlich jetzt nicht so ein Auto, wo man sowas normalerweise macht. Und wir haben natürlich auch noch Winterräder drauf. Aber denkt mal, die Zeit ist ganz okay. Was meint ihr? Weiß ich nicht. Was habt ihr geschätzt? Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr geschätzt hättet. Und preislich gesehen, wir haben jetzt aktuell noch, ich glaube, so 5 Stück haben wir noch auf Lager in Weiß. Einen in Destroyer Grey und in Schwarz Metallic. Und die haben wir wirklich, wirklich zu einem unfassbar guten Preis. Und zwar für brutto jetzt wieder mit 19% für 65,9. Normalerweise sind die Autos um einiges teurer. Auch die, die wir in der Vergangenheit hatten, waren um einiges teurer. Also wer Bock auf einen hat, ruft mich einfach an. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wir haben ein schönes Schmankerl in petto, eigentlich 2, vielleicht könnt ihr es ja schon erraten anhand der letzten Posts auf Social Media, was wir euch als nächstes zeigen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ja, bis bald. Servus. Ende der Geschichte.